So, bereit für ein weiteres Update-Video. Ich stehe nämlich unter Emma, unserem MR2. Seit dem letzten Mal hat sich ein bisschen was geändert, vor allem hier. Wir haben alle Gummibuchsen am Querlenker, am Schräglenker und an den Stabilisatoren ausgebessert. Hier sieht man noch die Pumpe, die wir benutzt haben. Wir haben Schäden am Unterbodenschutz ausgebessert, haben sie versiegelt und dann die Plastikteile drauf gemacht. Auch an den Querlenkern und an den Längsstreben haben wir alle Buchsen ausgetauscht durch neue. Wir haben am Motorlager das Lager mit Polyurethan ein bisschen gehärtet. Und wir haben auch den Auspuff wieder drauf geschraubt. Und wenn man von außen drauf guckt, die Stoßstangen sind jetzt auch wieder drauf. Generell ist das Auto also fertig. Aber mit diesen Felgen sieht es noch nicht so schön aus, wie es aussehen könnte. Aber da haben wir was. Diese Felgen hier werden aufs Auto draufkommen. Das sind alte Ronal Turbo Felgen aus den 90er Jahren. Die sind so ungefähr in dem Stil, wie ich es mir vorstelle. Späte 80er Jahre. Die passen auf das Auto wunderbar drauf. Wie gut sie passen, das zeigen wir jetzt. Wir machen sie jetzt nämlich drauf. Nachdem wir das Auto gekauft haben, ist es endlich fertig. Ich präsentiere voller Stolz Emma! Nein, 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 warte mal, aus, 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 aus. Irgendwas passt nicht. Da ist der Lack ja ganz matt. So kann ich das nicht präsentieren. Ja, muss er polieren. Na dann los! Aussteigen aus dem Auto, helfen! Wie helfen? Ja, helfen! Los, hol's Polierzeug! Oh Mann, macht euch das nicht so umständlich. Guck mal. Angeber. Schaut das an. Jetzt ist das schön glatt. Ja, spiegelt. Ne? Schaut gut aus.
sehen kann, der Lack von Emma ist jetzt wieder schön glatt. Und auch die Scheiben sind jetzt geputzt. Mit den neuen Felgen, finde ich, sieht das Auto jetzt verdammt gut aus. Das Problem ist, er ist noch nicht zugelassen für den deutschen Straßenverkehr. Das müssen wir noch machen. Aber wenn ihr das Auto demnächst sehen wollt, wie ich es auf der Straße fahre, dann abonniert doch gerne und lasst ein Like auf dem Video. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.